Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Minecraft Beyond. Bin der Ralle von GamingLo und wir sind wieder am Beyond Server da. Und unser heutiger Plan ist es, jetzt sagen wir das mal schnell her, den Infusion Provider zu bauen. Das ist ein Device, was uns das so viel leichter machen wird, unsere Infusions zu machen. Und ich brauche Machina, Ordo, Precantatio und Permutatio dazu. Und ich brauche noch ein paar von den Essential Mirrors, wo ich das Zeug dafür brauche. Und jetzt kann ich einmal sagen, wenn das Skelett aufhört, auf mich raufzuschießen. Ah, diese Stille. Oh. So, und wenn sich der Creeper dann nicht hinter der einen Ecke da versteckt hat, egal. Ja, das Amulett wird schon fast wieder voll. Wir haben da wesentlich zugelegt mit unseren Nodes und wir brauchen immer noch mehr Stabilisatoren. Kann er theoretisch den Stabilizer da drunter wegtun. Und da umstellen und da noch was stabilisieren, weil Nodes, die was mehr wie vier Blöcke auseinander sein, reagieren nicht mehr miteinander. Das heißt, wenn ich da jeden zweiten Block wegtun würde, kann er dir auf jeden zweiten Block einen Stabilizer, also jede zweite Ding einen Stabilizer machen und dann Block und dann Stabilizer und so weiter. Und da die das schon nicht mehr generieren. Deswegen sind die beiden auch, naja, wahrscheinlich war sich der da auch schon ausgegangen, ich wollte aber auf Nummer sicher gehen. So. Das laden wir gerade auf und wir wollen den Energy Provider machen und dafür haben wir jetzt ein paar sehr, sehr tolle Sachen. Erstens einmal nehmen wir uns da ein paar Vaulted Jars aus, nachdem wir da ein paar Materialien losgeworden sind. Die, was wir nicht brauchen. So schaut das eigentlich schon mal ganz gut aus. Und die und die und die und die. Nehmen wir uns einmal in halbem Stack Vaulted Jars. Was wir da jetzt tun können daneben, ist nachschauen, wie viel wir von vielen Sachen haben. Wir haben zum Beispiel 36 Machina. Das ist zu wenig für das, was wir vorgehabt haben. Das heißt, wir nehmen da jetzt ein paar Sachen und ich habe Gott sei Dank schon vorher nachgeschaut. Ich kann einfach einen Stack Redstone nehmen und den da reinschmeißen. Und dann wird der da oben in Potentia und Machina zerlegt und in unser System eingefüttert. Das heißt, Machina steigt jetzt schön langsam weiter an. Da haben wir es gerade auf 38 springen gesehen und Potentia steigt an. Das machen wir jetzt einmal mit Redstone. Dann, da da scheinbar alleslei anbraucht, werden wir das Ding da ein bisschen umbauen. Und das Kabel braucht man nicht, bin ich drauf gekommen. Das lange, aber die Gründe zeige ich dann das nächste Mal. So, die tun wir mal weg und die tun wir mal weg. Jetzt wird sich das da kurz stauen. Aber da machen wir das Kabel sogar schon gleich wieder. Ich brauche jetzt nämlich mehr Alchemical Furnaces. So. Alchemical Furnace, die brauche ich bitte. Zwei Stück. Und dann bauen wir das ganze Gerät da nochmal. Und da nochmal. Und da bauen wir jeweils den Alembic drauf. Mit dem Zauberstab können wir die dran. Da haben wir. Dass der in die richtige Richtung schaut. Einmal. Und zweimal. Und da schaut er schon in die richtige Richtung, sonst kann er da gar nicht ansaugen. So, und da haben wir die drauf. Und die. Und jetzt haben wir drei von den Gegenständen da. Jetzt haben wir ein bisschen Darkwood. Ja, dann nehmen wir einmal die. Was haben wir da? Dark Lapis Lazuli. Ah, die Sachen habe ich ja alle wieder. Ah, genau. Da haben wir noch ein bisschen was von dir eine. Und da hinten haben wir was von dir eine. Denn was wir noch brauchen, sind ein paar Enderpearls. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber wir brauchen für das Ding da noch Essential Mirrors davor. Und da brauchen wir Ether. Permutatio und Aqua.
Und die Essential Mirrors sind relativ wichtig und relativ cool eigentlich, also als Objekt für sich, aber wir müssen eben jetzt noch, Ether ist eben auf Enderpearls drauf, wenn ihr da kurz drüber vor. Da ist Ether oben, Auram und ist wichtige ist Precantatio, nämlich noch fürs Zweite. Und jetzt brauchen wir leider noch was, das uns ein bisschen Permutatio bringt. Das heißt, was hat Permutatio da drauf? Die sind jetzt leider alle an der Oberkante, außer ich fahre eben gerade den dicken Ober. Da sind aber auch Hättes drauf. Okay, jetzt passiert der wirre Scheiß endlich einmal, wenn ich aufnehme. Das heißt, ich bild mir das nicht ein. Das ist so oft, während ich zwischen die Aufnahmen gespielt habe und eben Zeit hergerichtet habe, passiert. Und what the hell, was passiert da? So, da ist schon alles am. Da ist schon alles am fertig werden. Da ebenso. Oh wow, das heißt, bei dir ist man mit Arm zu langsam. Warte, dann schauen wir mal, was braucht man denn für den Essentia Import Bus? Essentia Import Bus, die will ich haben. Ich habe alles außer ein Diffusion Core, da brauche ich das. Und das habe ich. Ist auf dem Zauberstab, aber den habe ich da. Drei Stück, danke. Und die habe ich nur gebraucht. So, und jetzt müssen wir da gleich noch weiter. Den Whiz-Filter, dafür haben wir genug. So, machen wir davon einmal genug. Und machen wir davon einmal die drei Stück. Dann machen wir jetzt noch schnell zwei, drei Arcane Alembic. Okay, zwei, weil einen haben wir scheinbar. Obwohl nicht scheinbar, einen haben wir. Da brauchen wir wieder unseren Whiz-Filter. Den brauchen wir oft. Jetzt geht uns natürlich der Bucket aus, aber das ist uns egal. Wir bauen jetzt nochmal so ein Alembic da. Da und daher. Und mit unserer Essential Ports. Wir die anderen versorgen, dass es dort noch ein bisschen schneller geht. Denn dann sollte der nämlich schneller sich entleeren können. Ich hoffe mal, es geht jetzt schneller. Denn was ich da haben will, ist eben da ein Stack von Machina. Den man einfach so einmal einfüllen kann und das ist so herrlich. So, weil er abwählen kann, glaube ich gerade nicht. Egal. Was ich dann noch drin haben wollte, war Precantatio. Ether brauche ich auch noch. Wie viel brauche ich von Ether mindestens? Weil das sind ein paar Sachen, die muss ich jetzt zuerst machen. Für Ether brauche ich 8. Da ich das aber zweimal machen muss, weil ich brauche den Essential Mirror ja zweimal, brauche ich also 16 Ether. Die 16 Ether haben wir aber schon. Wir haben gerade 30 Stück davon. Das heißt, Ether, keine Probleme. Was haben wir nur gebraucht? Die brauchen wir später. Ah, da hinten. Ich wollte noch was schauen, was Permutatio macht. Außer Cinnabar. Es wird, glaube ich, nichts anderes geben. Das ist dann natürlich der Nachteil. Aber da mal in aller Ruhe drüber schauen. Was ich auch noch brauche, ist Ordo. Dann nehme ich einfach mal einen halben Stack Ordo Shards und lasse die da hinten verbrutzeln. Und dann nehmen wir halt einfach einen halben Stack Cinnabar. Denn ich glaube, 16 Stück war genau das, was ich brauche, oder? Obwohl, damit mache ich 32, aber ist jetzt egal.
So, Brekantage haben wir das 16. Da haben wir noch 8. Das heißt, es war dann genau 32. Und das Mirrored Glass, davon haben wir, glaube ich, jetzt schon 2 hergestellt. Während ich der Vorbild. Ja, da habe ich schon 2 hergestellt, während ich der Vorbild umgetippelt habe in dem Ganzen. So, was brauchen wir jetzt für unser Mirrored Glass? Aqua 16, Ether 16, Permutatio 16. Eins daneben. So, Aqua haben wir erst 4. Okay, für Aqua können wir definitiv ein paar Sachen finden, die wir verbrutzeln können. Zum Beispiel den Water-Infused Stone. Davon nehmen wir jetzt auch einfach einmal sowas. Und schauen wir mal, wo sind wir denn am ehesten fertig? Ah, wenn der voll ist, dann verbrennt er gar nicht. Der macht es erst wieder, wenn er genug Platz hat. Das ist eine gute Mod-Programmierung. Das ist super. Das macht er erst, wenn er Platz hat. Das ist ausgezeichnet. Sowas lobe ich mir. Das heißt, die haben drauf geschaut, dass da nichts verschwinden kann. Also nicht einfach so. Und das kann man. Okay, Moment, da seien sicherlich nicht alle davon aktiv. Zählen die gar nicht? Die Input Ports oder zählen die erst 1? Weil das Device ist online. Das auch. Obwohl ich die eigentlich gar nicht wirklich brauche. Obwohl ich weiß noch nicht, was ich davon jetzt wirklich. Was ich mit denen machen soll. Den Storage Monitor. Wahrscheinlich kann ich damit noch einfach einzelne Sachen ausgeben. Also einzelne Sachen durchgehen. So, die haben wir jetzt da eine. Damit du unser Bill Aqua bringst. Obwohl es da ja sicherlich noch jetzt zum Durchsaugen braucht da. Zum Durchdestillieren. Schauen wir mal die anderen Sachen. Ether haben wir genug. Für unseren Magic Mirror und DME-Glaskabel haben wir mal da eine. Brauchen wir nicht. Wir haben dann noch gebraucht Brekantagio für das zweite. Haben wir mal unseren ganzen Umfang da jetzt eingekaut. Dafür haben wir genug. Da noch nicht. Ordo auch noch nicht. Machina haben wir schon. Salis Mundus und die ganzen anderen Sachen. Salis Mundus muss ich noch wieder herstellen. Da muss ein bisschen kochen gehen. Iron Ingots etc. Das haben wir alles. Dafür brauchen wir Noppel, Permutatio, Ether und Aqua. Ether haben wir genug. Permutatio und Aqua wäre jetzt noch ganz gut, wenn wir das haben. Permutatio haben wir schon 20. Davon werden wir gerade ein bisschen mehr haben. Aqua haben wir bald 16. Da brauchen wir bei der zweiten Variante aber nichts mehr. Sehr sympathisch das Ganze. Sehr sympathisch. Das wird sofort eingesogen. Das ist so cool. Na, ich gehe mal aufs Falsche. Ich bin nämlich gewöhnt, dass das ein Interface ist, aber das ist das eigentliche Wichtige im Moment. 14 Aqua. Mit 16 Aqua hätten wir genug. Dann kann man mit dem da schon fast starten. Den 16 Permutatio sollten wir auch schon drin haben. 24 sogar. Nehmen wir uns mal Permutatio und haben nämlich die erste Variante. Und da 16 Aqua. Sehr schön. Das erste Experiment können wir schon anfangen. So, die tun wir da her. Die tun wir da her. Die tun wir daher. Die daher. Jetzt haben wir noch eine. Die Machina Jarkim. Da oben. Dann brauchen wir jetzt ein bisschen Eisen. Obwohl. Die 6 Eisen zählen wir da aus. Dann brauchen wir Enderpearls. 2 Stück. Da müssen wir uns definitiv noch ein bisschen Nachschub holen. Jetzt können wir schön außen drum laufen. Einmal. Zweimal.
dreimal und viermal. Die in die Mitte. Und jetzt holen wir uns unseren Zauberstab wieder. Denn was ist Magie ohne Zauberstab? Und das Ding schaut am Anfang immer so wild aus. Ether-Hammer, Aqua-Hammer, Permutatio-Hammer. Und ich glaube, damit da oben die Runic Matrix sind immer so in der Gegend umbounced am Anfang, sollten wir da noch Kerzen umstellen. Und ich sollte mal anschauen, wie man die Kerzen dann macht. Und wow, das ist ein großes Item. Ein Essential Mirror. Da das Essentielle das gleiche ist, wie was wir jetzt nochmal machen, machen wir es gleich zweites Mal. Dann nochmal überprüfen. Aqua 8 passt. Permutatio haben wir 8 und da Ether haben wir mindestens 8. Dann starten wir das gleich nochmal. Das schaut wirklich so aus, wenn es gleich einen Knall gibt, aber einmal nicht. Okay, einmal haben wir es gesehen, ein zweites Mal brauchen wir es gerade immer sehen. So, die Warded Charter ist empty, das heißt, den nehmen wir mit. Da füllen wir jetzt noch ein bisschen. Was füllen wir denn da ein, wenn es noch als nächstes? Jetzt saugt er eh schon wieder die ganzen Elemente ein. Jetzt braucht man einen Stack Machina. 32 Precantatio. Die Precantatio haben wir da noch sehr schön drinnen. Wir brauchen noch Permutatio mehr. Das heißt, die nehmen wir wieder mit. Die nehmen wir auch mit. Und Ordo müssen wir erst eine tun. In eine von unseren Warded Jars. Da einer. Die werden wir jetzt natürlich zuerst entleeren. Denn da haben wir unsere 16 Precantatio. Davon haben wir jetzt genug. Für einmal dieses Experiment. Und ich habe wirklich die Vermutung, dass ich da noch was herbauen muss. Noch was außen tun, aber da schauen wir mal. So, Precantatio haben wir genug. Ether braucht man nicht mehr. Permutatio genug, Precantatio genug, Machina genug. Alles nachschauen. Da haben wir 16, jetzt noch 32 Ordo. In eine andere Warded Jar. Können wir eigentlich die da nehmen. Und dann überprüfen wir nochmal alles, bevor wir jetzt das gefährliche Experiment machen. Es ist so angenehm, dass man das einfach so hin und her ploppen kann. So, und das hat eigentlich Carsten, ich muss es irgendwie über die Y-Axis symmetrisch machen. Na, über die Z-Achse? Na. Weil da ist X über X symmetrisch. Egal. So. Schauen wir nochmal nach. Was brauchen wir jetzt dediziert dafür? Wir brauchen zwei Essential Mirrors. Hammer. Wir brauchen zwei Air Shards. Die Hammer. Wir brauchen zwei Coalescence Cores. Die haben wir wahrscheinlich nicht. Okay, haben wir jetzt auch. Nehmen wir die Air Shards gleich noch mit. Ausgezeichnet. So, wie viel Balance Charts haben wir's? Wow, sogar drei Stück wahrscheinlich. Wie viel Salis Mundus haben wir? Zwei Stück. Und ich glaube, genau die zwei Stück brauchen wir. Zwar das. Okay. Okay. Moderat. AME Interface. Hammer. Also theoretisch. Jetzt gehen wir da mal kurz sortieren in unserer Leiste.
Essential Mirror, Salismundus, Coal Essence und Air. Essential Mirror, Salismundus, Coal Essence und Air. Und ME Interface in die Mitte. Und jetzt rennen wir da mal eine Runde damit. Und die Aqua Voltager. Achso, nein, das sind alles leere. Dann überprüfen wir nochmal schnell. Haben wir genug von den Aspekten drin? Machina, Ordo, Permutatio, Precantatio. Man kann bei Magie nie vorsichtig genug sein. Ja, ja, ja und ja. Dann können wir das Ganze auflegen. Nochmal die Ordnung anschauen, wie wir es auflegen müssen. Okay, okay, okay. Fangen wir da an und da. Machen da weiter. Und dann da, 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 da. Und mit unserem Zauberstab hoffen wir jetzt aufs Beste. Bitte lass nichts hochgehen. Na, ist nichts hochgegangen. Schaut ganz gut aus. Was nimmt man als erstes auf? Natürlich das komplette Glasel an Machina. Es ist schon eine relativ lange Infusion, wenn man sich da denkt, der braucht ein komplettes Glas Essenz. Schauen wir mal, ob da alles in Ordnung bleibt bei unserer Infusion. Obwohl keine Items überfallen von irgendwelchen Protesten. Oder ob die Runic Matrix wohl nicht hochgeht. Aber bis jetzt schaut es ganz gut aus. Machina haben wir schon fast fertig. Dann wird er sich wahrscheinlich an Precantatio richten. Oder an Permutatio oder Ordo. Wir werden es da fragen. Wir werden es da fragen. Wo 1 und er hat alles und er nimmt wirklich als nächstes Precantatio. Das schaut bis jetzt für moderate Unsicherheit relativ gemütlich aus. Deswegen futtern wir mal was. Wir würdigen die Magie nicht genug. Sie wird uns sicherlich noch ziemlich in den Arsch beißen. So, jetzt kommt da noch das halbe Glas Ordo. Und dann da noch das Viertelglas, oder eigentlich ja das ganze Glas, von Permutatio dazu. Da schaut alles noch gut aus. So, die letzten 3, 2, 1. Und jetzt fangen wir an, da unseren Mirror einzusaugen. Und das ist ja mal ein richtig cooles Patent. Was nicht? Okay, er hat jetzt gar nicht im Uhrzeigersinn weitergemacht, sondern... Ha. Er hat sich jetzt einfach genommen, was er haben wollte. Hat sich jetzt einmal die 4 Items auf der Seite und einmal jetzt die auf der Seite genommen. Okay. Mich soll es ja nicht stören. Und wir haben jetzt... Perfekt zum Server-Backup oder wie auch immer. Wir haben jetzt einen Infusion-Provider. Und der Infusion-Provider kommt jetzt da noch gleich einmal... Zumindest mit einem Block dazwischen. Mal schauen, ob das geht. Ja, das geht sogar. Zumindest mit einem Block dazwischen. Kommt er da auf, he? Und wird jetzt nur ganz schnell mit unserer ME-Glaskabel angeschlossen. Und dann war es schon wieder. Und das nächste Mal testen wir dann das Ganze, wie gut das jetzt wirklich funktioniert. So.
So, die tun wir mal. Das Skelett schaut aus wie ein Polizist. Das ist komisch. So, das Interface da drüben und du Skelett bist jetzt einmal dahin. So. Entschuldige, dass der Polizeihaube auf hast, aber. Device offline, color red. Das Device sollte zumindest noch online kommen. Es sollte, muss aber nicht. Noch ist es offline. Ich hoffe, es wird sich bald auf online stellen. Aber es braucht ja doch heraus noch alles so lange, dass es auf was reagiert. Ich mach gerade das da. Und so. Weil dann tue ich da oben gerade die ganzen Kabel abbauen. Jetzt solltest du dann eigentlich sagen, hey, da hängt ja noch was Neues dran. Okay, wenn die Musik aufhört, ist es meistens ein Zeichen dafür, dass man gehen sollte. Deswegen, wenn es Ihnen gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da, freue mich sehr drüber, vielleicht sogar Abo oder freue mich brutal drüber. Ich freue mich aufs nächste Mal mit Enk. Und jetzt, wo das Ei um uns umschwebt, sage ich ciao, danke fürs Zuschauen und das war's schon wieder von Enkamerale.